Ja, und hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Skyrim Legendary Enderal. Ja, letzte Folge den Schlechter von Ark gelesen. Diese Bücher sind so elendig lang. Sie sind spannend. Also, vor allem jetzt. Wir hatten ja letzte Folge die Geschichte, wo der Priester quasi in die Bar kam und man seine Wut verstanden hat, die, und das haben wir ja in der Folge davor nämlich gesehen, sich ja in dem Attentat an die beiden, ja, Primitivlinge, so wie es da heißt in der Geschichte, ja entladen hat. Und das finde ich besonders spannend, dass man, ja, das Ganze so versteht. Oh mein Gott, ich werde sterben. Also ich bin eh jemand, muss ich einfach mal gerade so sagen, ich bin jemand, der liest gerne oder hat gerne bei Stories oder allen möglichen erst das Ende, also weiß, wie es ausgeht, bevor er es, ja. Ja, komm doch. Aua. Na? Na. Oh. Das war's wohl mit dir. Ektoplasma. Grundkriegssonne. Okay. Nee, also ich lese gerne das Ende von der Story oder von Kapiteln. Bevor ich irgendwie. Ich weiß auch nicht warum. Ich weiß nicht wieso. Bei Game of Thrones habe ich mir erst die Leaks angeguckt, bevor ich die Folgen geguckt habe. Keine Ahnung. Deswegen stören mich Spoiler auch nicht. Deswegen spoilere ich auch gerne andere Leute, weil die rufen mich richtig das nicht auf. Hassen mich Menschen für? Ja, ich weiß. Also, wenn ihr wissen wollt, dass Walter White am Ende von Breaking Bad stirbt, da seid ihr hier richtig. So. Oh mein Gott, da sind zwei Leute. Was bist du, ein Ahnengeist? Ich will, also ich will nicht sterben. Das ist mein Problem. Alles gut ist, anscheinend kommt sie nicht durch die Tür. Das heißt, ich heile mich so lange mal wieder. Irgendwie mache ich ständig meine Tricks. Und das Ding von ihr klingt wie ein Feuerlöscher. Ihr Zauber. Also ich weiß nicht, das sieht aus wie eine Frau, oder? Nee, was ich sagen wollte, als ich finde das cool, weil wir haben, also cool, dieses Wort nutze ich eigentlich nicht mehr. Ich finde es interessant, letzte Folge haben wir, also irgendwann früher haben wir gehört, wie er die beiden umgebracht hat. Und ich habe mich so gefragt, wieso? Und jetzt klärt sich das und ich finde diesen Aha-Effekt deutlich spannender, als wenn es andersrum gewesen wäre. Sage ich jetzt einfach mal. Keine Ahnung übrigens, ob die stark ist. Hat Brüste. Ja, so ist es, glaube ich, eine Sie. Wobei auch Männer Brüste haben. Also so ist es jetzt nicht. Nein, ist nicht stark. Nein. Nein. Nein, ist nicht stark. Geistertuch. Oh. Uiuiui. Ach so, ach diese Dinger. Euer Arkanistenfieber ist gestiegen. Oh mein Gott, hier ist dieses Ding. Ich verstehe. Also die Fallen. Fallen sind gefährlich, aber wobei diese Fallen ja noch machbar sind. Ich glaube, ich verstehe das Layout von dem Dungeon. Tatsächlich. Ich glaube ja.
In jedem Ende ist wahrscheinlich ein Hebel. Wir haben ja irgendwie vorher vor allem von diesen drei Hebeln gehört. Ich glaube, meine Nase blutet gleich. Lull. Diese zusammenhaltsvollen Sätze bei mir, ne? Immer ganz besonders. Oha. Gehe ich erst hier hin? Oh mein Gott, drei Stück. Was ist denn mit euch los? Ich meine, ihr seid nicht stark, aber trotzdem. Eieiei. Hey! 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 Mama! Oha. Ich will eigentlich über 200 Lebensenergie mal haben, so. Habe ich jetzt endlich. Ey! Also ich glaube, ich hätte den Kampf auch ohne das Level-Up überlebt. Also so ist es jetzt nicht. Könntest du mal bitte sterben? Irgendwie... Hallo, hallo! Jetzt riecht's langsam auf gerade mal. Ich habe gerade keine Lust auf so eine Scheiße. Tut mir gerade mal kurz leid. So. So. Wieso steigt denn hier wieder mein Arkanistenfieber? Okay, hier habe ich irgendwie, ja, kriege ich halt mega viel Schaden. Das ist geil. Toll. Und pull ich halt. Geht halt auch. Okay. Ist halt ein bisschen, ja, nicht so spannend mehr, aber gut. Oh. Ja, wie gesagt, Lebensenergie. Schnell speichern und... Okay. Gut. So. Oh Gott. Ja, nein, das... Nee, sorry, aber da mache ich irgendwas falsch. So. So, ja, drauf. Drauf, sage ich. Okay. Ich muss weg. Bisschen meine Gesundheit regenerieren. Oh oh. Ich liebe das. Ich liebe das. Hier sind Feuerdinger. Wow. Damit bin ich schon langsam. So. Oh Gott. Ich werde das nicht überleben, glaube ich. Diesen starken darf ich einfach nicht. Ja, muss ich noch einmal mich zurück regenerieren. Auf dem Rückweg. Oder ich muss versuchen, irgendwie eine Position zu kriegen, wo man mich nicht angreifen kann. Das geht natürlich auch. Oh, machen wir wieder das hier? Ja, komm, ey.
Er muss ja diesmal nicht so viel sein, weil der Gegner ist nicht so stark. Boah. Komm, das muss reichen. So. Komm, das hat nicht gereicht. Klar. Ja, geil, super, toll. Ja, dann nehme ich halt doch die Säulentaktik, meine Fresse, ey. Ich hasse es mit diesen Heiltränken, ne, dass die nicht... Ja, super, das führt ja super zu meinem Ziel. Alter. Ei. Meine Fresse. Langsam riecht's auf. Alter. So. Ich werde nicht mehr geheilt durchessen. Also esse ich einen Lachs. So. Hier ist jetzt die Frage. Okay, hier drüben geht's Arkanistenfieber hoch. Das ist scheiße. Gut. Okay. Wer greift mich jetzt schon wieder an? Ach du Spasti, ey. Da muss ich halt eben warten, bis meine Gesundheit voll gerinne geht. Es tut mir leid, dann ist es mir komplett egal. So. Super. Ich finde es auch gut, wie die immer treffen. Das ist halt komplett fair. Oh. Pullen, alte Gothic-Taktik, funktioniert aber. Es ist ein bisschen traurig, dass es so funktioniert, aber gut. Da warte ich einfach, bis er zu mir kommt. Der neue Bogen, der wird nicht so stark sein. Das ist doch eine degenerierte Scheiße hier. So. Jetzt aber. Haben wir's, danke.
Und wieder warten, bis meine Gesundheit voll geht. Ich glaube echt, dieser Dungeon ist zu schwer. Wirklich. Hast du das Gefühl? Weißt du, es richtet auch auf mit diesen Tränken und Arkanistenfirmen und irgendwie alles zugleich. So. Du bist wenigstens nur ein Skelett, das ist halt harmlos. So. Ich muss mir halt mehr Zeit lassen, dann gehen die Kämpfe auch ohne Probleme, wie man hier ja sieht. So. Oh. Was ist das denn? Erdung. Oh. Du schon wieder. So. Eieiei, das hat viel gesessen bei ihm. So. So. Da haben wir's. Das ist noch so ein Eistyp. Ist das ein kleiner? Der kommt mir so klein vor. Hä? Was bist du denn so winzig? Hä? Was ist denn mit dir? Warum bist du so klein? Hä? Sag mal. Hä? Hä? Was zur... Okay. So, hier ist eine Truhe. Ja, super. Den Zirkel muss ich nicht mitnehmen. Was haben wir hier hinten? Ein Seelenstein, der mächtig ist. Das ist schon mal gut. So, die Bögen nehmen wir mit. Die wiegen immer nichts. Also wiegen schon, aber wegen wenig. So, was haben wir hier wieder für Gegner? Ich befürchte, hier ist auch alles voll. Was ist das? Für ein Licht. Na, erstmal muss ich das Ding hier bekämpfen. Ich weiß noch nicht, wie ich es genau mache. Alter, also diesmal fügst du auch viel Schaden. So ist das. Man kann dich halt nicht treffen, ne? Ja. Das ist die Ätzigkeit. Wow, ist ja noch einer. Oder ist es immer noch derselbe? Oh. Und dann rennen sie wieder, wie die kleinen Bastarde. Weißt du das? Ach, ich, ne, sorry, da habe ich keine Lust. Sorry, ne. Dann nicht. Soll, lauf ruhig weg. Spasti hier, ne. So, Einzelteile nehme ich, muss ich nicht mitnehmen. Das ist gut, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Was das Licht hier macht, weiß ich nicht. Ist mir auch scheißegal mittlerweile. So, das Tor kann ich eigentlich auch schließen. Ach, hier ist schon wieder ein Gegner. Habe ich einen Schlüssel? Brauchen
Schlüssel, beziehungsweise wahrscheinlich das dritte Schloss. Ach du. Das war ja nicht sehr effektiv, du kleiner Idiot. So, ich würde aber sagen, bis zur nächsten Folge und tschüss.